Mahlzeit und ein herzliches Willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. Ich zeige euch jetzt gleich, was ich in diesem Teil so vorhabe. Ich bin hier gerade am Schnellreisen zu einem Lagerfeuer zurück in unserem Ursprungsgebiet. So, und zwar, ihr seht, wir sind wieder hier angelangt. Ich könnte jetzt hier noch jede Menge Krams entdecken, das mache ich jetzt aber erstmal nicht, sondern ich habe vor, hier eine verdorbene Zone zu räumen, Stufe 18. Dann gibt es hier nämlich auch noch ein Panorama. Hier gibt es noch ein Lagerfeuer zu entdecken und dann wollte ich mich auf den Weg machen, hier ganz Richtung Norden, für unsere Nebenquest ein Moment des Friedens, Suche nach dem Banuk-Lager. Das ist das, was ich jetzt so geplant habe. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Das ist ein ganz schön weiter Weg hier Richtung Norden. Ich habe hier auch nichts freigeräumt. Hier ist auch irgendwie nichts freizuräumen. Von daher schauen wir mal. Also, erstmal geht's jetzt hier hin. So, da werde ich gerade meine Quest noch aktualisieren, dass wir die auch aktiv haben. So, alles klar. Wo will ich hin? Erstmal will ich sammeln. Und dann will ich da oben hoch. Mein Medizinbeutel ist tatsächlich voll. Mal gucken, wie lange das so bleiben wird. Ich denke, nach der verdorbenen Zone wird er wohl wieder leer sein. Was hast du denn hier ausgewählt? So. Kein Nickel. Nom 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 nom. So, das sind unsere verdorbenen Tierchen. Verdorbener Feuerbrüllrücken, na Mahlzeit. Als wenn die nicht ohne Verdorbenheit, ich weiß immer nicht, wie das Wort heißt, schon schlimm genug wären. Da ist noch ein verdorbener Stürmer. Okay, ist das Lewandowski? Ah, da rennen ganz schön viele Viecher rum. Das muss man leider mal so sagen. So, das heißt, ich werde vielleicht erstmal ein paar Fallen aufstellen. Macht vielleicht Sinn. Hier ist gut. So, komm du mal angewatschelt. Aber nimm du am besten mal nicht die Falle mit, sonst gehe ich nämlich auch mit drauf. Sauber. So, jetzt habe ich sie natürlich so ein bisschen alarmiert. Gar nichts gebracht. Nein, 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 nein. Wow. Boah, Leute. Ah.
Nein! Hör doch auf, ewig anzugreifen. Ich will doch nur zielen. Oh, wo kommst du her? Okay, läuft. Meine Fresse! Komm schon! Okay. Oh, die da hinten wollen auch noch ein bisschen. Wollen auch noch was von der Party mitkriegen. Aber erstmal gehen wir jetzt looten und dann. Ne, die laufen weg. Alles gut. So, dann können wir uns jetzt ums Panorama kümmern. Nachdem wir hier gelootet haben. Genau, hier gibt es nichts zu sehen. Okay, so. Jetzt auch noch was. Irgendwie gar nicht mehr so richtig finde, ist Lohe. Zack. So, okay, also hier gab es irgendwo noch einen Panoramapunkt. Da wollen wir gerade gucken, wo der sein könnte. Hier gibt es erstmal noch ein Lagerfeuer, das ist gut. Ach, hier ist er schon. Guck an. Ist ja gar nicht mal so versteckt diesmal. Okay. Sterling Malkeith Amphitheater. Apoka Shitstorm Tour Tag 5. Die Grey Swarms waren die Vorgruppe von Turtle Smash, als ich hier meine Überdosis nahm. Das stand zumindest im Polizeibericht. Ich war 15 Jahre alt. Als ich 2 Tage später im Krankenhaus aufwachte, war dein Gesicht das erste, was ich sah. Okay, rührende Geschichte. Da ist aber jetzt mal wirklich gar nicht mehr viel von übrig von dem Amphitheater. Na gut, so, da ist ein Lagerfeuer. Das nehmen wir gerade noch mit. So, und dann schauen wir mal, wie es jetzt hier weitergeht. Also, verdorbene Zone ist klar, Panorama ist klar. Dann würde ich nämlich sagen, dass wir uns jetzt straight auf den Weg machen, da oben hin. Im Idealfall finden wir unterwegs noch ein Reittier, da vorne vielleicht. Ein Läufer. Läufer ist doch ein gutes Reittier, oder? Muss ich halt nur gucken, wie ich möglichst an einen einzigen rankomme. Na komm her. Ja, komm.
So, meiner. So, und dann geht's nämlich hier, glaube ich, lang. Kein Vorwurf an dich, würde ich sagen. Wildtierkill habe ich gekriegt. Hallo Jungs. Hi. Guten Tag. Hallo. Ich bin nur auf der Durchreise. Lasst euch nicht stören. Alles gut. So, hier habe ich noch ein Lagerfeuer da oben. Das kenne ich aber doch schon anscheinend. Na gut, weiter geht's. Ich glaube, hier bin ich verkehrt. Ja. Hier bin ich definitiv verkehrt. So, da ist der Weg. Grauhabicht-Areal, das ist super. Da wollen wir mal schnell durchreiten. Wir sind mitten in die Falle geritten. Ach was. Die wollen doch auch nur spielen. Okay. Was ist mit den anderen Söldnern passiert, die er geschickt hat? Niemand macht mir diese Position. Die Maschinen sind sanftmütig. Als ob sie schon überbrückt worden wären. So, wo ist hier mein Lagerfeuer? Da. Da gehe ich jetzt als erstes mal hin. Hallo. So, alles klar. Wie ein Sägezahn aus die Gletscher. Nur schwerer bewaffnet. Na toll. Ein Verwüster. Ich bin der Beste. Angst. Niemand macht mir diese Position streitig. Ich wünsche dir eine erfolgreiche. So, was soll ich denn machen hier? Besuche das Banuk-Lager, finde eine Erklärung für das Verhalten der Maschinen, rede mit den Banuk. Okay. Aber erstmal plündere ich die Banuk. Die Nora sind geschickte Maschinenjäger. Und ich frage mich, ob sie jemals das blaue Licht gesehen hat. Ich hole mir noch Frostbeulen. Ich mache nicht gerne so lange Pausen von der Jagd. Da fangen meine Muskeln an zu zucken. Mit wem genau soll ich denn hier sprechen? Wer ist denn euer Chef hier? Ja, hier. Was für ein Segen. Hi. Sei gegrüßt. Ich bin Tikok. Schamane, ich hab sowas noch nie gesehen. Das blaue Licht ist stark hier. Mein Volk machte den weiten Weg aus den Höhlen Ban-Urs, um es einmal selbst erleben zu können. Blaues Licht? Das Licht. Der Maschinengeister. Es umgibt uns alle. Es setzt sich auf uns. Und so war es schon immer. Es ist die Macht. Bevor sie wütend wurden. Ich weiß von der Störung, aber dass die Maschinen derart ruhig waren. Was ist nur los hier? Wir wissen es nicht. Wir singen
und wir lauschen den Maschinenliedern. Was ist das für ein komischer Ton im Hintergrund? Tikuk, waren in letzter Zeit noch andere Fremde bei euch? Ein paar Osseran, ja. Sie reden ständig von einer Maschinenfehlfunktion. Als ob Maschinengeräte wären, die eine Reparatur brauchen. Tja, so sehen die Osseran wohl die Welt, oder nicht? Sie aßen mit uns. Und als sie herausgefunden hatten, dass sie nichts erklären konnten, gingen sie mit dem nördlichen Licht. Machen die Osseram nicht auch Glühbirnen? Die Maschinen singen für euch? Für sich selbst? Du bist Jägerin. Du hast sie gehört. Ihre Chöre und Hymnen, die Rufe und Schreie. Wir sollen sie nicht verstehen, doch wir Schamanen interpretieren. Welches der Lieder hat sie so verärgert? Sie gegen uns gehetzt? Welches Lied besänftigt sie? Liegt es hier überall in der Luft, für uns unhörbar? Wie können wir die Maschinenwelt heilen? Was ist mit dem Großen? Ein Sturm führte mich an diesen Ort. Ich dachte, es sei die Klage des Windes, die von der eisigen Bergflanke widerhallt. Aber nein, es war das Lied des Donnerkiefers. Ich fand ihn hier zusammengekauert, das Metall erstarrt, und ich suchte unter ihm Schutz. Als der Sturm vorbei war, verklang auch das Lied. Vielleicht verließ der Geist die mächtige Hülle. Oder er schlummert und ist noch da. Also haben wir ihn nicht zerlegt und geplündert. Und wir behandeln ihn mit großer Sorgfalt. Okay. Darf ich mich etwas umsehen, Tikuk? Sprich, handle, lausche, wie du möchtest. Hier wird dir nichts geschehen. Also haben die Banuk nichts damit zu tun. Es muss an diesem Ort liegen. Sie können es nicht sehen, aber vielleicht kann es mein Fokus. Vielleicht. Schauen wir mal, was der Fokus so sagt. Gesundheit und tragfähiges Eis. Diese Markierung, die geht mir tierisch auf den Senkel, die muss erstmal weg hier. So. Die Jäger wollen diesen Hain für sich selbst. Hier gibt's noch was zu plündern. Ja, in diesem Hain konnte ich die stählerne Flanke einer Killermaschine streicheln, ohne angegriffen zu werden. Es ist wahr. Gute Reise. Okay, so, was ist jetzt hier? In diesem Heim können alle mit den Maschinengeistern kommunizieren, wie die Schamanen es tun. Eine Nora. Hallo. Sie sind sehr weise, dass sie die Frauen regieren lassen. Hier sind die Banuk den Berg wohl hinauf und hinuntergestiegen. Okay. Dann gehen wir mal hoch. Jetzt haben wir die Siedlung wieder verlassen, nicht wahr? Ich frage mich, ob mein Fokus etwas finden würde. Geh hier mal hoch. Ein Lagerfeuer entdeckt. Was höre ich denn hier? Grau habe ich, ja super. Ah,
da ist was. Da, ein Signal. Und sein Ursprung liegt oben auf dem Berg. Das sollte ich mir lieber mal ansehen. Die Grauhabichte werden das nicht begrüßen, was ich vorhabe. Die Grauhabichte warten nur. Ein gutes Zeichen, nehme ich an. Es ist vor kurzem jemand hier oben gewesen. Waren das... Stimmen? Hey, tun die mir nix? Hinaus! Ihr könnt uns nicht hier lassen! Hallo. Schickt Wilgund dich? Er hat sich anscheinend ein Gewissen gekauft. Ist doch egal. Nora, du musst die anderen aufhalten. Da oben. Wir sind hier heraufgeschlichen und haben ein altes Gerät entdeckt. Ganz klar, dass das die Maschinen beeinflusst. Die anderen Schwachköpfe wollen es in Scheuerfels verkaufen. Aber es ist schon ordentlich verbeult. Als ob es vom Himmel gefallen wäre. Wir wollten nicht, dass sie es ausgraben. Ohne dieses Ding hier oben werden die Banuk massakriert. Ich halte sie auf. Ihr verschwindet hier. Ihr habt schon genug angerichtet. Ah, eine faire Einschätzung. Okay, konfrontiere die Osram. Ich habe jetzt nicht so ganz verstanden, worum es hier ging. Kein Platz. Kein Platz. Der Schockfall, na gut. Na gut, so. Dann schauen wir mal. Ihr Haufen Holzköpfe, das war doch deine Schuld. Es sieht gut aus. Was habt ihr getan? Wer bist du? Du bist keine von den Banuk. Zu spät. Lass mich mal sehen. Moment, Moment. Das ist unser Fund. Er gehört uns. Wenn du es haben willst, was ist dir das Ding wert? Ich weiß nicht so recht. Es war deine Idee. Du hast angefangen, bring's zu Ende. Na gut. Vielleicht ist das nur Schrott. Doch auch Schrott hat einen Preis. Also sag schon, was ist es dir wert? Deutlich mehr, als du es mir bist. Willst du weiterverhandeln? Vergiss es. Aus dem Osten kam noch nie etwas Gutes. Na, du gehst aber schnell auf. Sie haben es verbockt. Unbekanntes Artefakt. Das ist lange her. Und die ganze Zeit hat es Signale gesendet. Immer schwächer. Ich muss zurück ins Lager, bevor die Maschinen zuschlagen. Hochentwickelter Prozessor, schwer beschädigt. Bestätigtes Codefragment entdeckt, etwa 20 Jahre alt. Katastrophale Fehlfunktion, Signal bis Reaktion. What the fuck? Also ein i7 ist das nicht. Na gut, dann gehen wir zurück. Wahrscheinlich werden jetzt die Grauhabichte erstmal sich auf mich stürzen. Ich traue den Viechern nicht. Da ist keiner mehr da. Nein! Der Angriff hat schon begonnen. Na dann. Okay, ich muss da runter. Okay, also ich habe mich schon gewundert. Ich dachte, okay, es geht sogar, Pfeile herzustellen, während man am Seil hängt. Aber anscheinend ging es dann doch nicht, denn sobald ich aus dem Menü raus war, hat sie das Ding fallen lassen und ist in ihren Tod gestürzt. Schade eigentlich. Maschinen sind blöd. Wir jagen wieder. Bleibt weg von ihnen. Jäger, verteidigt das Lager. Tut, was ihr tun müsst. Doch keine Angst vor den kleinen Maschinchen hier. Angst.
Jetzt kommt mein Lied, Maschine. Und was für eins. Na, was denn? Genau, hau mal die Attrappe kaputt. Mein Gott. Wir jagen wieder. Was ist denn hier mit dir? Aua. Ja, greif mich an. Ich hab keine Angst. Na, los! Komm hier weg. Ja, sicher. Jetzt kommt mein Lied. Mann, geh doch an die Seite. Verdammt, Hacke. Ah, Tussi. Angriff starten. Bringen wir es hin. Wir jagen wieder. Ja, greif mich an. Ich hab keine Angst. Och, bitte. So viel zu Kurz fliehen. Es war nur eine Nebenwirkung. Ein Feind weniger. Er wird nicht glücklich darüber sein. Gesundheit. Na gut. So sei es. Ich würde gerne sehen, wie sie schießt. Die Nora sind berühmt für ihre Bogenschießkünste. Hast du das nicht gerade gesehen? Komischer Vogel. So, ich muss erstmal wieder Tränke kaufen. Heelstränke kaufen. So. Gut, was habe ich hier so zu verkaufen? Schnellreisepaket brauche ich nicht. Diese komischen Sachen brauche ich auch alles nicht. Ja, das brauche ich auch nicht. Alles, was nur verkauft gegen Metallscherben ist, kann definitiv weg. Aber ich muss mehr verkaufen hier. Das ist alles nichts. Na gut, ich warte erstmal. Also, mit wem soll ich hier labern? Mit dir. Nora, hast du diese Veränderung kommen sehen? Ja, sicher. Nicht so richtig. Aber ich weiß, dass sich gerade viel verändert. Diesmal waren es Fremde. Die Osseram dachten... Die Osseram denken nicht. Sie werden unser Gleichgewicht nie verstehen. Zwischen Mensch und Maschine. Das blaue Licht ist nun fort. Uns bleiben viele Lieder. Lieder voller Trauer, der Dankbarkeit. Und was jetzt? Gehst du zurück in dein Heimatland? Wenn die Jungen lernen, auf Eisschollen zu gehen, sagen wir, das Geheimnis ist immer ein Schritt nach dem anderen. Vielleicht offenbart sich eines Tages das Geheimnis der Maschinen. Das hoffe ich. Viel Glück, Tikuk. Das Land der Banuk ist schroffer als unseres. Das Jagen ist hier entspannt. Okay, so, jetzt müssen wir zu Vilgund zurückkehren. Mögest du immer Herausforderung. Da wollen wir mal schauen, wo der denn war. Hier gibt es natürlich noch eine Banuk-Figur direkt nebenan. Ich würde fast mal vorschlagen, dass wir uns die noch irgendwie holen. Ich habe noch keine Banuk-Figur bislang gefunden. Ich habe auch noch keine gesucht, wenn ich ehrlich bin. Okay.
Keine Ahnung. Das Land der Banuk ist schroffer als unseres. Das Jagen ist hier entspannend. Keine Ahnung. Gesundheit und tragfähiges Eis. Okay, dann nicht. Dann mache ich Feierabend an dieser Stelle und dann gehe ich im nächsten Teil zu Vilgund oder wie er hieß. Der ist am Arsch der Welt. Ach du Scheiße. Das ist echt ein gutes Stück, ne? Der ist hier in Meridian. Und da geben wir die Quest dann wieder ab. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.